Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem neuen Squadbuilder-Video. Ja, heute geht es um folgenden Pokal. Und zwar diesen hier, 3-Sterne-Pokal, Cup, wie auch immer. Man muss 100 Chemie haben und die Mannschaft darf maximal 3 Sterne haben. Und das mache ich einfach, indem ich eine Silbermannschaft mit einer bronzenen Bank benutze. Ja. Im Tor fangen wir mit Sippel an. Links Ostrolek oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Ich werde das wahrscheinlich nie vernünftig hinbekommen. Dann die nicht upgradete Karte von Tar. So, dann gehen wir in die Premier League, weil wir ein kleines Hybrid hier machen, ja. Mit Donnell Henry. Sieht relativ vernünftig aus wie eine Silberkarte. Dann der Star der Mannschaft, zumindest so halbwegs, Hector Bellerin, die Informkarte. Ich liebe diese Karte. Rechts gehen wir mit Obiang, in der Mitte mit Jan Kirchhoff. Und da gehen wir wieder in die Bundesliga und zwar benutzen wir da Moritz Leitner. Im offensiven Mittelfeld Charles Nsokbia, ja, ein absolutes Tier in den alten FIFA, als er noch eine Goldkarte war. Zumindest für mich, ich habe die Karte immer geliebt. Links gehen wir dann mit dem anderen, ja, halbwegs Star. Ich habe tatsächlich noch eine frische Karte von ihm bekommen. Ja, ich habe den vor 2 Tagen oder gestern oder sowas gekauft. Aber ich habe noch eine frische, nicht upgradete Kingsley Coman-Karte bezahlt. Zwar fast das Doppelte bezahlt, aber hey, was soll's. Und dann muss ich gerade überlegen, wer der andere Stürmer war, ehrlich gesagt. Ah, doch, okay. Genau, der hier. Sieht jetzt gar nicht mal so geil aus, aber hat halt viel Schuss. Und ich will neben Coman, der pacig ist, noch einen haben, der eher die Dinger reinmacht, der ein bisschen größer ist, ja, der Kopfbälle spielen kann und sowas. Ich bin mal gespannt, wie das mit einem Silberteam wird. Ich glaube, ich habe dieses FIFA noch nie mit einem kompletten Silberteam gespielt, aber dann werden wir jetzt mal gucken, was das wird. Und übrigens, falls ihr euch wundert, was das im Hintergrund ist, das ist ein Heizlüfter, weil unsere Heizung kaputt ist. Das geht leider nicht anders, den werdet ihr, falls man den hört, vielleicht noch in ein paar anderen Videos hören. Aber falls man den nicht hört, umso besser. Und jetzt geht's weiter mit den Spielen. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Spielen. Die Mannschaft an und für sich hat eigentlich ziemlich gut gespielt. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe noch nicht so oft mit einer kompletten Silbermannschaft in diesem FIFA gespielt. Aber das Team hat so gut ausgesehen und die meisten Spieler haben auch die Rollen eingenommen, die ich wollte. Moritz Leitner war so ein bisschen offensiver, Obiang war defensiver. Revier war der vorne, der die Tore macht und der die langen Bälle abfängt. Also wenn ich mit einem Torwart einen Abschlag mache oder sowas. Die Verteidigung war schwach, aber die war bei allen meinen Gegnern genauso schlecht. Also das waren alles Spiele, wo ich viele Gegentore bekommen habe. Und vor allem habe ich immer früh Gegentore kassiert. Eben das. Und in den nächsten Spielen wird das auch noch kommen. Der einzige Spieler, der mir so nicht so gut gefallen hat, war Jan Kirchhoff. Aber auch nur, weil er nicht die Rolle eingenommen hat, die er einnehmen sollte. Er sollte eher so ein Defensiverer sein, der hinten für Sicherheit sorgt und dann anfängt, das Spiel aufzubauen. Aber der ist wie ein Verrückter immer mit nach vorne gerannt. Ich habe jetzt nicht auf seine Arbeitsraten geguckt, aber der muss hohe offensive Arbeitsraten haben. Weil so wie der immer nach vorne gegangen ist, er hat auch ein paar Tore für mich geschossen. Aber er hat dann eben hinten gefehlt und das hat mich extrem genervt. Der Gegner hier war krass, er hat gut angefangen. Das war das erste FIFA-Spiel für mich an dem Tag. Ich wurde mit der Zeit besser, habe dann 3-1 geführt, ja, und mache dann jetzt sofort hier das 4-1. Und dann hat er entschieden, dass er nicht mal mehr so wirklich Bock hat. Ja, hat dann ganz lange Pause gedrückt, hat immer angestoßen, also hat gewartet. So, dann hat er angestoßen, ein Eigentor geschossen, gewartet. Angestoßen, Eigentor geschossen, gewartet. Und, ging dann am Ende 16-1 aus. Ich bin irgendwann nach dem 8-1 oder sowas bin ich gegangen und habe mir was zu essen gemacht und habe ein bisschen nebenbei ferngesehen und gewartet, bis das Spiel zu Ende ist. Und er hat immer weiter gemacht, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also, naja. Was ich sehr interessant fand, waren Teams wie das hier und ich glaube im nächsten ist das noch ein bisschen extremer. Viele Goldspieler, aber dafür schlecht bewertete Bronzespieler. Ist eine Art, das zu machen, aber ich persönlich würde das niemals so machen. Ich hätte lieber, also viel lieber ein komplett ausgewogenes Team, wo ich weiß, dass es auf allen Positionen gut ist. Und nicht, dass man dann hier so eine schlechte Defensive hat. Ich meine, meine Defensive war auch nicht wirklich gut, ja, sonst hätte ich nicht so viele Gegentore kassiert. Aber
Trotzdem wäre es mir zu unsicher, mit so einer komplett Bronze-Non-Rare-Defensive da zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Hier wieder ein frühes Gegentor kassiert, ja, er hat das Tor geschossen, dann noch einen Elfmeter bekommen und hat es trotzdem noch gemacht. Aber ich konnte auch schnell ausgleichen und das Tor war krass. Das war einfach nur der beste Beweis dafür, dass die Defensiven im Prinzip nicht existent waren. Die Spieler standen da zwar rum, aber wirklich was gemacht haben sie nicht, ja. Viele, viele Tore in dem Spiel. Wer mir extrem gut gefallen hat, war Revier oder sowas. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der rechte Stürmer von mir. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Der war gut am Ball und sowas. Ich habe immer gedacht, dass das einer wäre, der jetzt fußballerisch nicht der Beste wäre. Aber er war extrem gut. Dieses Sturmmäßige, ich zähle jetzt einfach mal Charles und Sogbia noch mit rein in den Sturm. Die drei vorne drin mit Coman, Sogbia und Rivier, das war unglaublich. Und hier wunderschönes Tor. Sogbia durch auf Coman und der lupft über Kevin Trapp rüber. Also, offensiv hat das Team furchtbar viel Spaß gemacht. In der Defensive hätte ich jedes Mal einfach nur schreien können, als meine Gegner auf mich zugekommen sind. Hier so Sachen. Ich krieg den Ball einfach nicht weg, spielt ihn rüber. Komplett frei. Ja, die einzige Ausnahme war Hector Bellerin. Aber der alleine, vor allem als Rechtsverteidiger, kann das auch nicht rausreißen. Ta ist eigentlich relativ gut, die nicht upgradete Karte. Aber irgendwas hat da gefehlt, dass es immer wieder Riesenlücken gab. Ich weiß nicht, ob das an Oscholek und Henry, hieß der, glaube ich, lag. Aber es war furchtbar nervig. Ja, hier so Sachen, wo ich einfach den Ball nicht wegbekomme. Ja, und immer wieder Tor gegen Tor, Tor gegen Tor. Hier steht es inzwischen 4-4. War schon nicht ohne, ja. Aber, naja, ihr seht es ja, es läuft weiter, es passiert noch was. Denn ich spiele hier durch und Revier mit einem schönen Tor, ja, Kickoff-Boost und 5-4 wieder geführt. Und damit komme ich auch ins Halbfinale. Das war relativ gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme, ehrlich gesagt. Also ich hätte gedacht, dass ich in der ersten Runde rausfliege oder vielleicht in der danach, aber Halbfinale bin ich eigentlich dann relativ zufrieden mit. Der Spieler war gut, ja. Er hatte ein relativ ausgeglichenes Team vorne mit Aguero drin und ich konnte ihn nicht vernünftig verteidigen. Also es war verfickt schwierig, ja. Gerade mit Aguero ist er dann immer durch meine Hintermannschaft durchgedribbelt, die eh nicht die beste war. Aber naja, ich gehe erstmal durch Jan Kirchhoff in Führung. Ja, eins, ich weiß nicht, ob das das einzige Tor ist, was man sieht, aber es ist ein Tor von ihm gewesen und dann war das hier. Ich habe ihn nicht verteidigt bekommen. Ja. Er war der bessere Spieler. Auch wenn ich am Ende des Spiels mehr Chancen hatte, war er doch besser, weil er hatte mehr den Ball. Er ist damit vernünftig umgegangen. Und ich habe ihn hinten nicht rausbekommen. Aber wie gesagt, ich bin letztendlich doch ziemlich zufrieden damit, dass ich im Halbfinale rausgeflogen bin. Also ich bin immerhin ein gutes Stückchen hingekommen. Hätte ich nämlich nicht gedacht, weil mit so Mannschaften hätte ich eher gedacht, dass ich nur auf extrem schwierige Gegner treffe, aber es ging eigentlich. Aber naja, damit war es das dann jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao!